Hallo und herzlich willkommen zurück zu Medieval Dynasty. Und wie ihr seht, der letzte Leinfaden von 60. Jawohl, ich nehme euch jetzt gleich mal mit. Ich habe noch nicht geschlafen. Ich habe bis jetzt noch hergestellt, wie ich es gesagt hatte. Ne? Ich hatte es euch ja versprochen. Guck mal, 60 Leinfäden. Yeah, 112 Leinfäden haben wir jetzt. Wie nice ist das denn bitte? Hm? Wie nice. Und guckt mal, 600 Flachsamen mal 4. Kannst du dir ausrechnen, was das wieder an Gold gibt? An Gold gibt. Ja, es ist ziemlich dunkel. Ich mache mal kurz Licht. So. Wie gesagt, ich hatte zwischen den zwei Folgen, also von der von gestern und von heute, habe ich halt den Flachs gedroscht, wie auch immer. Und hab mir dann gedacht, ach weißt du was, jetzt kannst du dich hinsetzen und die Leinfäden noch machen. Und das habe ich ja gemacht. So, Madame liegt, Kind, ist wahrscheinlich aus, ne? Wahrscheinlich eine Disco oder so, naja, was soll's. So, wir gehen jetzt schlafen und tschatsching. Abgestürzt. Nachrichten vom Krieg. Oh Gott, minus Stimmen. Oh, das sind die Events jetzt, Leute. Endlich Event-Time. Im ganzen Land verbreitet sich die Nachricht, dass ein Krieg zwischen unserem Nachbarnland und seinen Feinden ausgebrochen ist. Hoffen wir, dass wir uns nicht einmischen müssen. Arme Bastarde. Dies könnte die Preise einiger Waren erhöhen. Hey, solange ich nicht involviert bin, ist es mir egal. Egal, was wir auswählen, ihr seht es, ne? Es ist komplett egal. Ich würde das mit den Preisen nehmen. So, alle Dorfbewohner verlieren Einstimmung. Ja, wow. Wahnsinn. So, und wir sind am Herbsttag. Autosave. Alte Lumpen gescheitert, war klar. Das ist nicht schlimm, das wusste ich. Damit haben wir ja gerechnet. Ansonsten müssen wir jetzt mal gucken. Wir haben jetzt die Flachsamen mit. Okay, prima. So, die Lumpen sind weg. Wie sieht's denn aus hier? Wann wird denn er erwachsen? Der muss für mich arbeiten gehen. Mädchen. Halt mal die Brust hin, damit er wächst. Sorry. Ja, ein bisschen Späßchen machen. Das muss auch sein. Wo ist denn das Schwein? Hey, Sigmund. Ah, da ist die Sau. Geil. Ja, es ist... So, wie sieht es denn jetzt eigentlich aus? Was machen wir jetzt? Ja, das ist die Stimmung, die ist ja jetzt überall einmal... Ach ja, übrigens, ich habe zwischendurch... wo ich den Flachs hier droschen habe, warte, hier oben, noch ein Level im Crafting gehabt. Guck mal hier, Prozent halt mal von Hämmern bei Bauen. Ja, würde ich jetzt sagen, ja, müssen wir ja näher wohl von, ja, Schneider, 10% schnelleres Lehnen, Nähen von Woll- und Lederkleidung. Schmied, also das mit der, ja, Schmied, schnellere Herstellung von Eisenobjekten, hört sich auch gut näher, schnelleres Nähen von Leinen- und Pelzkleidung, Handwerk, achso, das war's schon. Also ich würde schon eher sagen, Schmied ist geil. So, aber so langsam wirkt sich das auch richtig gut aus, ne? Also wir haben hier schon richtig viele Sachen geschafft. Okay, Journal. Die Geschichte von Unigos, da müssen wir warten. Kapitel, gibt's noch nichts. Es geht aber weiter, das weiß ich, von meiner Frau, von der Selina Survival, ja. Die Geschichte von Unigos 3, eine Eimer Armbrust, okay. Jetzt gibt es hier wieder ein paar Quests, wobei ich jetzt erst einmal mit Questen, weiß nicht. Wo steht denn meine Dynastie-Reputation? 10.516, da bin ich mal gespannt. So, was haben wir jetzt hier eigentlich noch? Hier haben wir die Mine. Da wollen wir hin, weil wir wollen die Laternen und den Steinzaun. Und der Rest ist jetzt erstmal okay. Aber wie viel fehlten uns da eigentlich noch? 3000? Wir müssen auf 5000 kommen. Ja, noch 1408 ungefähr. Fehlt uns noch, damit wir die Mine freischalten können. Na, herzlichen Glühstrumpf. Das dauert wohl noch eine Weile. So, die Fischerhütte fehlt uns noch. Den Rest haben wir alles. Hier fehlt uns der steinerne Spieß, das mittlere Fischernetz. Hier ein Steinlagerfeuer, Rattenfalle. Ich glaube, ist das das große? Das haltbarste Lagerfeuer, das durch Hinzufügen von Brennholz wiederverwendet werden kann. So, erwärmen wir das mal kurz. Das hatten wir nämlich noch nicht. Warte, hier? Was hier? Wo war es denn? Hier. So, was haben wir hier noch? Hier haben wir alles. Hier brauchen wir noch ein bisschen was. Okay, wir tun erstmal nur wirklich Sachen, die wir auch wirklich haben möchten, ne? Also alles andere können wir später machen. So, zum Pferch müssten wir auch noch kommen. Was brauchen wir da? Pflügen sehen, ernten, Gemüse sammeln, Tiere melken, Schafe scheren. Oh je. Okay, da haben wir 1000 noch was. Wir brauchen 1500 für die Scheune 2. Dem Pferch 2,5, Kuhstall 3500, 5000. Okay, das dauert alles noch. Und hier brauchen wir näheren
Näherin, die Nähere 3 und Taverne 3. Taverne 2 könnten wir schon bauen. Ah, guck mal einer an. Handwerk, nähen, kochen. Ja, gut. Das ist natürlich 7.500 brauchen wir. Na, nicht mal 1.000. Okay. Da könnten wir uns nämlich einfacher Rucksack, ne? Der gibt uns 20 Kilo. Und die große Tasche. Die können wir nämlich auch noch nicht herstellen. Aber wir könnten doch. Hölzernes Rad. Das Rad, Leute, das Rad. Ich weiß gar nicht, was. Ein dekoratives Holzobjekt. Ach so. Die Arm. Oh, wir könnten die Armbrust freischalten. Ja, lecko mio. Die Materialien hätten wir alle da. Oh, ich will die Armbrust, Leute. Ich will die Armbrust. Haben wir denn auch hier diese Pfeile? Eiserner Spieß. Ein Stapel mit 10 Eisenbolzen. Okay, wir brauchen 2000 Gold. 2000 Gold brauchen wir. Das ist kein Thema. Weißt du was? Wir laufen erstmal. Wir verkaufen jetzt erstmal die Samen. Dann haben wir das. Schalten das frei. Stellen uns das her. Ich freue mich wie ein kleines Kind. Und dann machen wir das, was wir am besten können. Rumlungern. Okay, das ist der Plan jetzt für die Folge. Die Samen verkaufen, das freischalten, herstellen und dann mal gucken, wie die Armbrust ist. Also auf die Jagd gehen. Oder? Also manchmal ist das so, ne? So, dann freut man sich halt wie so ein kleines Kind. Armbrust, da wollte ich. Das ist halt. Da möchte ich schon so lange hin. Endlich diese Armbrust machen zu können. Also ich mag in Spielen mit einer Armbrust zu schießen. Ne? Also nicht Bogen. Bogen, ja. Ist auch gut. Bogen finde ich auch toll. Aber eine Armbrust ist nochmal das Nonplusultra für mich. Bin ich ganz ehrlich. La 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 la. Okay, Adelina. Adelina haut ab. Adelina. Renn doch nicht weg vor mir. Ich weiß, du willst meine Samen. Oh Mann, Entschuldigung. Ich bin manchmal so ein kleiner Kasper, es tut mir leid. So, zeig mir deine Ware. Du kriegst die Samen von mir. So, wie viel kriegen wir? 1.300. Ja. Ach so, wir können ja nur 346 verkaufen und kriegen das gesamte Gold. Sehr nice. So. Hast du gut gemacht, Märchen? Ich komme wieder, wenn du Gold hast. Da oben, so wie mir. Wo ist er denn? Oh, so wie mir. Komm her, mein Freund. Ich habe auch ein paar Samen für dich. So. Wer was Falsches denkt. Wieder 1.000. Alter, wie geil. Jawoll, Leute. Und wir haben immer noch. Ach, herrlich. Sehr schön. So, was läuft jetzt? Hallo? Da. In die Schmiede, in die Schmiede. Einmal die Armbrust. Danke. Einmal die Stapel mit 10 Eisenbolzen. Ja. Nice. So, da haben wir das schon mal. Ich freue mich. Eine eiserne Schaufel. Wie viel Gold habe ich denn jetzt noch? 1.000. Eine Eisenhacke könnten wir auch gut gebrauchen. Ach, Eisenhäutungs. Wir könnten mal alles aus Eisen bauen. Leute, eiserner Spieß. Guck dir das mal an hier. Wollfaden brauchen wir dafür. Okay, warte mal. Hierfür brauchen wir Federn, Eisen, Stock haben wir. Rundholzleinfaden, Leder, Eisen haben wir auch. Okay. Haben wir hier jetzt noch irgendwas, was wir vielleicht freischalten könnten? Ne, hier haben wir alles. So, hier hat man nur noch die Rattenfalle. Ach komm, die haben wir sie jetzt einmal. Und in der Jagdhütte, steinerner Spieß und mittleres Fischernetz. Ja, das ist jetzt nicht so. Und hier haben wir einfacher Holzschemel. Ein dekoratives Holzmöbel. Die Bewohner können es nutzen. Ja, toll. Holztisch. Ein dekoratives Holzmöbel. Lattenzaun. Grabungsschuppen. Standfackel. Eine Standfackel. Oh, cool. Könnt ihr mal auch. Oh, ich will die Laternen haben. Einfache Holzschemel. Holzzaun. Und hölzerne Bank. Boah, die kostet auch. Alter Falter. Okay. Gut, jetzt auf zurück. Wir wollen, ne? Kaufen, kaufen, freischalten. Haben wir gemacht. Wir wollen herstellen. Wir wollen herstellen. Mein Freund, wir müssen herstellen. Wir müssen uns die Armbrust herstellen. Und diese Bolzen natürlich auch. Weil ohne Bolzen schießt sie nicht. Und manchmal sitzt der Bolzen auch in der Hose. Ah, tut mir leid. So, wir laufen jetzt gemütlich zurück. Und ich könnte das rausschneiden. Ich könnte einen Cut machen. Aber ich muss es nicht.
Aber ich finde schon, dass ihr hier mit dabei sein sollt. Ehrlich. So. Ja, wie gesagt, für die Leute, die sich bei mir halt alles angucken, ne? Wie zum Beispiel jetzt auch Hämmerting, hatte ich schon in der letzten Folge ein bisschen was erwähnt. Dass ich bei Hämmerting halt alle 5 Minuten einen Absturz habe und er mir sagt, ne, mein Treiber von der Grafikkarte sollte aktualisiert werden. Der ist aktuell, also aktueller geht es nicht. Im Moment jedenfalls. Und mir bei Medieval habe ich da überhaupt keine Probleme, weißt du wie? Das ist irgendwie seltsam. Also muss ich ganz ehrlich sagen, ne, das ist, ich habe keine Ahnung. So, wir brauchen auf jeden Fall schon mal Eisen und Rundholz. Eisen, Rundholz, Leinfaden und Leder, oder? Braucht man auch Leder? Schmalz ist schon erst. Wir nehmen auf jeden Fall mal ein bisschen Eisen mit. So, weil das Eisen können wir ja auch. Wie viel Kilo sind denn das? 69, oh mein Gott. Kannst du 30 mitnehmen? Geht das? Ja, ne, nice. Rundholz braucht man auch. Rundholz? Nimm mal 4 mit. So, was braucht man noch? Warte, ich muss gleich mal gucken. Im Crafting. Schmiede. Ein Leder und 6 Leinfaden. Und Federn und Stecker. Ach du Scheiße. Okay, erstmal ein Leder und 6 Leinfaden. Das haben wir hier drüben drin in der Näherei. Hallo. 6 Leinfaden bitte einmal. Danke. Ein Leder. Herzlichen Glühstrumpf. So, das heißt, wir können jetzt schon mal, wir stellen uns jetzt erstmal die Armbrust her. Dann haben wir schon mal eine Armbrust. Ja, da hinten hat man ja schon angefangen, Palisade ein bisschen zu bauen. Ein Stapel mit 10 Eisenbolzen. Das machen wir dann. Ja, wir bauen die auch. Oh, 20 Sekunden, Alter. Mein Gott, ey, ich mach das hier in 2 Sekunden, Freundchen. Sollen das? Ah, nee, Schatz. Ach ja, schön. Oh, wie nice, endlich die Armbrust. Oh, ich feiere das so. Tja, was gibt's eigentlich noch so zu tun? Habt ihr irgendwelche Vorschläge oder irgendwas, was man hier vielleicht noch machen könnte? Jetzt mal ohne Witz, ey, ehrlich. So, Inventar. Den Bogen kannst du jetzt dann wegnehmen. So, nehmen wir mal hier die 4, sehr schön. Und dann brauchen wir noch die Pfeile auch nicht mehr. Haben wir jetzt noch Eisen hier? Ja, 26, okay. Pack das Eisen mal in die Kiste. Oh, guck mal hier, wir haben hier drin jetzt 65 Eisen. Eisenpfeile haben wir auch massig hier drin. Die kannst du übrigens jetzt auch, die Eisenpfeile mal weg und den Ressourcenbogen bitte weg. So, jetzt brauchen wir noch die Bolzen. So, für die Bolzen brauchen wir 2 Eisen. Wir wollen uns 20 herstellen. 4 Eisen, 20 Federn, 20 Stück. Okay, 4 Eisen. 20 Stück und 20 Federn. Die Federn? Wo haben wir denn die Federn? Alter, wo haben wir die Federn? Ehrlich jetzt, wo sind die Federn? Hier, jetzt sei Dank. Aber so viele sind es nicht mehr. Dann müssen wir wohl wieder Federn sammeln. So, 20 und 20 Stückchen. Stöckchen, Stückchen, 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 Stöckchen. So, herzlichen Glückwunsch. Da können wir schon mal 20 Pfeile herstellen. Oder Bolzen, Leute. Das sind Bolzen. Keine Pfeile, oh mein Gott. Er redet von Pfeilen, meint aber die Bolzen. Okay. Ach, ihr seht, ich habe gute Laune. Bei dem Spiel kriege ich immer gute Laune. Kann kommen, was will. So. Kannst du bitte mal 20 Stück herstellen? Sehr schön. Ach, ja. Ja, 10 Eisenbolzen. Und gleich. Nochmal. Und yes. So, jetzt pass auf. Die müssen wir jetzt natürlich ausrüsten. Das Ding. So, jetzt nehmen wir die 4. Scheiße. Alter! Wie lange lädt denn der nach? Willst du mich verarschen? Oh, guck mal, wie der schwankt. Verstauen? Er? Hä? Ja, er, ja, achso, ja. Halten, zielen. Ach du Scheiße. Okay. Also, was ich halt ein bisschen schade finde, ist, dass er so ewig nachlädt. Da geht's beim Bogen ja doch wesentlich besser.
Ja, dann muss ich schon ganz ehrlich sagen, finde ich die Burgen doch viel, viel besser. Okay, lass uns mal irgendwas jagen. Ich will mal gucken, ob wir das mit einem Schuss platt kriegen. Da, die Hirsch. Jo, wie geil, mit einem Schuss und platt ist er. Nice. Okay, das ist natürlich, ne, wenn der die Durchschlagskraft von der Armbrust halt so hoch ist und wir kriegen den Bolzen wieder. Die Frage ist jetzt, macht der auch einen Bären und so gleich beim ersten Mal weg? Da habe ich keine Ahnung. Aber wie nice, Alter, ehrlich. Okay, mit einem Schuss ist das Tierchen erledigt. Ja, extrem geil. Da macht das Jagen doch gleich viel mehr Spaß, oder? Also ist jetzt meine Meinung. Also wenn ihr andere Meinungen habt, ist ja das auch okay, ne? Aber meine Meinung ist, voll geil. Muss ich ganz ehrlich sagen, also. Aber ich glaube, es wäre ratsam, wenn du jetzt auf Wolfsjagd bzw. Bärenjagd gehst, dir vielleicht noch einen Bogen mitnimmst. Oder zumindest einen eisernen Spieß oder irgendwas. Ich hätte ja schon Bock, mal auszuprobieren mit einem Bär. Aber irgendwie traue ich es mich nicht. Weil das Einzige, was wir haben, ist halt nur mal die Armbrust. Im Moment. Ich glaube, wir müssen diesen eisernen Spieß noch herstellen. Unser eisernes Speer. Ich glaube, die sind dann auch nochmal deutlich besser. Ich weiß jetzt gar nicht aktuell, wo ich überhaupt hinlaufe. Guck mal, hier stehen so viele Pilze rum. Hä, war ja nicht irgendwo... Ah, hier ist der Fußweg. Und dann gehen wir gleich mal rüber zu Dagobert. Weil da hatten wir also in das Dorf. Da hatten wir auch noch eine Quest. Also Rehe, Hirsche machst du mit einem Schuss platt. Das ist schon mal... Ja gut, ich denke mal hier mit Hasen, da brauchen wir uns nicht mehr abfinden. Wir wollen ja zu Ostern auch noch was haben. Aber... Aber nice. Nice, 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 nice. Hier irgendwo waren die Wildschweine. Die Wildschweine. Die Wildschweine. Ich hoffe, dass hier noch welche sind. Da hinten. Ist das ein Bison? Nee, das ist ein Wildschwein. Okay, komm her, du kleines Wildschwein. Du Wildschwein, du bist ein Wildschwein. Du bist ein Wild... Was? Da oben ist das andere. Papp. Wie nice, ehrlich. Also mit einem Schuss, da sind die weg. Dank der Armbrust sind die wirklich mit einem Schuss hinüber, ne? Aber halt das Nachladen, finde ich, das dauert halt ein bisschen zu lang. Aber wir können auch ein bisschen weiter auf Entfernung, merkst du? Die Armbrust hat eine bessere Reichweite auch. Würde ich jetzt meinen, ne? Also es ist halt alles nur meine Meinung. Wenn ihr andere Meinungen dazu habt, könnt ihr mir die gerne in die Kommentare schreiben. Wäre auch mal interessant zu erfahren, wie ihr darüber so denkt. Ja, geil. Also ich find's nice. Also die Armbrust hat auf jeden Fall was. Ja, dann kannst du die mal wegpacken. So, wer hat denn jetzt hier die Quest eigentlich? Siegfrieda. Ach du. Also die Namen sind schon echt der Hammer hier, oder? Aber ich glaube, so war das früher. Die hießen so alle früher, ne? Hey, Frieda, grüß dich. Nicht abhauen, nicht abhauen, nicht zittern. Kann ich dir bei etwas helfen? Ich brauche deine Hilfe eines starken Mannes. Ich werde dafür bezahlen. Betrachte mich als interessiert. Ich muss meine Familie nähren. Die sind so verschwunden. Ich habe Münzen, aber keine Zeit. Das sollte nicht schwer sein. Bin gleich wieder, sehe ich aus wie ein Metzger. Wer weiß, was die wieder will. Oder irgendwas, was jetzt nicht wächst oder so. Das ist normal. Und von daher habe ich keine Lust.
Und deswegen interessiert es mich nicht. Dagobert, du interessierst mich aber gerade. Wo willst du hin? Dagobert! Ah, ich sehe schon. Du willst die Münzen verstecken, wa? So, was haben wir denn hier? Leder? Kannst du verkaufen? Halt. Leder, zack. Das Fleisch kannst du auch verkaufen? Zack. Das Rundholz kannst du auch verkaufen. Was haben wir nochmal? Hä? Okay. Komm, verkaufen. Ist doch egal. Wir brauchen das Gold. Wir sind jung und brauchen das Gold. So. Die Armbrust. Oh, 154 wird mal. Ich denke mal 155 für eine Armbrust. Ja, nice. 155 Gold für eine Armbrust. Wenn wir da 10 Stück herstellen. Dagobert, ja? Junge. Da musst du dich umbenennen, weil dann heiße ich Dagobert. Einfach so blöd, oder? Oh Mann. Ja, aber krass, 155. Und so weltbewegend waren die Materialien jetzt hier eigentlich. Ja gut, doch, 10 Leinsamen. Ne? Waren es 10 Leinsamen? Ne, 6 Leinsamen. 6 Leinsamen waren es. Ein Leder. Gut, das Leder ist zu verkraften. Das ist aber schon... Ja. Wollen wir mal ausrechnen, was, wie viel Plus uns das macht, wenn wir die Armbrust herstellen und verkaufen? Also im Gegensatz zu den anderen Materialien, versteht sich, ne? Pass auf, das machen wir jetzt. Komm, wir machen jetzt mal. Mal sehen, ob wir es schaffen. Ein paar Minütchen haben wir noch. Ansonsten machen wir das in der nächsten Folge. Ja, das kleine arme Hobbyschen, ja. Kriegen wir Pluspunkte-Eier. Ja. Ja, herrlich. Also, wir brauchten für die Armbrust 6 Leinfaden, ein Leder, ein bisschen Eisen und was war's noch? Irgendwas war's noch. Waren noch 4 Sachen, ne? Die gucken wir mal. Dann nehmen wir die Materialien. Gehen zum Händler, gucken, was wir dafür kriegen würden und rechnen aus für eine komplette Armbrust 155. Und was passiert, wenn wir quasi, ne? Da müssen wir halt mal gucken. Ach übrigens, mit den Events, ne, was wir vorhin hatten, da gibt es ja noch andere, das ist ja nicht das Einzige. Da gibt es ja noch viele andere. Und irgendwie weiß ich nicht, ich glaube zu wissen oder gesehen zu haben bei meiner Frau, der Selina. Survival. Kannst auch mal drauf gucken. So, Schleichwerbung gemacht. Ruhe. Psst. Dass so ja schon die fahrenden Händler jetzt kommen und kaufen. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Es kann möglich sein, es muss nicht möglich sein. So, warte mal. Hier sind wir falsch, geh mal weg. Hier. So, 2 Rundholz, 6 Leinfaden, 1 Leder, 4 Eisen. Jetzt haben wir das Rundholz natürlich an den schon verkauft. Okay, was auf 4 Eisen? Richtig? Den Rest merken wir uns. Genau, 4 Eisen, 6 Leinfaden, 1 Leder, 2 Rundholz. So, 2 Rundholz müssen wir mal kurz schnappen. Weil das interessiert mich jetzt echt mal. Was wir für die einzelnen Materialien kriegen und was wir kriegen für eine Armbrust, wenn sie fertig ist, weißt du? So, 2 Rundholz. Weil hiernach kannst du ja nicht gehen. Ne? Das sind ja hier die falschen Preise, die mir angezeigt werden. Weil das stimmt ja nicht mit dem überein, was wir quasi direkt dann vom Händler kriegen. Ich glaube, da müssten wir Diplomatie richtig hochkriegen, ne? So, dann 6 Leinfaden und 1 Leder. So, jetzt haben wir das. Und pass auf, das machen wir jetzt halt noch in der Folge. Da machen wir halt mal so eine Folge. Ist doch auch nicht schlimm. In der letzten Folge haben wir 2 Gebäude gebaut. Ne, haben uns ein bisschen da aufgebessert. Jetzt haben wir die Armbrust, haben wir ein bisschen geschossen. Haben uns gefreut wie so ein kleines Kind. Und jetzt geht es darum, wie machen wir am besten Geld. Natürlich, diese Samen läuft immer, definitiv. Ne? Was jetzt hier die Leinsamen auf jeden Fall angeht. Ne? Mit 600, du machst ja gleich mal 2400 Gold. Das ist ja schon nicht schlecht. Aber mit so 10 Armbrüsten 1500 Gold, das wäre auch nicht verkehrt. So, wir trinken mal kurz was. Da geht die Ausdauer erstmal wieder hoch, weil wir stehen und nicht rennen. So, jetzt können wir wieder durchstarten. Und warum nicht, ne? Wenn wir das Material da haben,
Ist ja nicht verkehrt. Aber wisst ihr, was ich mir wünschen würde? Endlich so ein Handkarren, mit dem wir hier rumsausen können. Den du, was weiß ich, mit 500 Kilo beladen kannst. Weißt du, dann machst du einmal das Ding voll, gehst von Dorf zu Dorf und verkaufst. So, wen haben wir denn jetzt hier wo? Unigos? Hier, Jaro, Dings da, Bums da. Moin, my lady. So, pass auf. Rundholz sind schon mal 2 Gold. Das Leder wären 4 Gold. Das Eisen sind 16. Das heißt 20 Gold. Das ist schon mal nicht viel. 6 mal 18 sind 60. Und 48 sind wir bei 108. Plus 20 sind wir bei 128. 128 zu 155, sage ich mal. 128 zu 155. Jetzt muss ich kurz rechnen. 2 und 20 sind 22 plus 5. 27 Gold mehr wird man kriegen für eine Armbrust. Wenn ich jetzt richtig bin. Tja. Lohnt sich schon. Weil bei 10 Stück sind das auch über 200 Gold, die du machst. Ne? Auf die Masse jetzt betrachtet. Ja, danke. Tschüss. Also, auf die Masse hin betrachtet machen wir hinten raus mehr Gold. Auf jeden Fall. Ne? Bei 100 Armbrüsten sind das schon über 2000 Gold, die du mehr machst. Oh, er redet schon von 100 Armbrüsten. Leute, ja, genau so. Genau so. Aber hinten raus, auf jeden Fall. Bei 10 Stück sind das 200, bei 100 Stück sind das über 2000. Das lohnt sich, auf jeden Fall. Also würde ich sagen, 10 Armbrüste gebaut, die verkauft, dann haben wir schon mal richtig gut Geld. Und ich denke mal, die Zähne dürften ja drin sein, ne? Wobei die Leinfaden uns irgendwann dann ausgehen. Ich meine, die Zähne könnten wir ja bauen. Ich bin gerade überlegen, ob ich mir das ganze Material für 10 Stück mitnehme. Und dass wir einfach jetzt mal 10 Stück herstellen. Oder ich das halt hier zwischen den Folgen mache. Und wir dann in der nächsten Folge das dann verkaufen. Weißt du wie? So, jetzt muss ich kurz überlegen. Wir brauchten Rundholz 2. Das heißt 20. Ja, ich kann ja gut rechnen. So, Leinfaden brauchen wir insgesamt 60. So, das heißt, wir brauchen jetzt hier noch 54. Ich muss ja auch gucken, ob das jetzt alles so klappt. So 54, Leder braucht mal 1. Da brauchen wir jetzt noch 9. So, da müssten wir 60 und 10 haben, richtig. So, dann brauchen wir 20 Rundholzen. Ja, das wird sich nicht ausgehen. Und Eisen auch nicht. Okay. 20 Rundholz. Ich gucke mal, wie viel wir haben. Und wenn ich jetzt langsam laufe, ist mir das wurscht. So, Rundholz. Naja, haben wir zum Beispiel schon gar nicht mehr, ne? So, dann haben wir 14. Jetzt laufen wir schon langsam. Naja, es geht noch. Aber das ist auch nicht schlimm, weil die Armbrust, wenn wir die herstellen, werden wir ja wieder weniger. 14. Das heißt, 6 Rundholz brauchen wir noch. Die habe ich hier noch, glaube ich, im Schuppen liegen. Also, wie gesagt, ich mache das jetzt zwischen den Folgen. Da müsst ihr jetzt nicht dabei sein, wie ich jetzt hier am den Bambus stehe und die durchlaufen lasse. Und ja, dann tun wir dann morgen halt richtig gut verkaufen, ne? Oder? So machen wir das. Geil. So, zeig her, hier. Ach, ich kann immer nur einmal klicken, ehrlich jetzt? Ist ja viel. Ach so, ich kann hier nur eine herstellen, weil wir haben ja nur. Gut, Freunde, wie gesagt, der Plan steht. Ich bereite die 10 Armbrüste vor und die verkaufen wir dann in der nächsten Folge. Also, vielen Dank fürs Zuschauen und bis morgen. Ciao, ciao.